Diese Position halten Sie für die Dauer eines Räucherstäbchens. Sehen Sie, es gibt Menschen, die sind wahnsinnig leistungsstark, wenn sie die Möglichkeit haben, 1 Million zu verdienen. Dann sagen die, boah, ich muss eine Familie ernähren, für Geld mache ich's. Das heißt, der Kopf bekämpft den Körper. Das Blöde ist nur, der Körper ist ja nicht blöde. Der kommt mit Ausweichstrategien. Der sendet sowas wie Hitzewelle. Ist die da, Hitze? Bisschen, ja. Du kannst so schnelle Läuferinnen und Läufer in deiner Mannschaft haben, wie du möchtest. Wenn die es nicht schaffen, den Staffelstab innerhalb der Wechselmarke zu überreichen, wird die Staffel disqualifiziert oder kommt zu spät ins Ziel. Das hier ist ein Originalstaffelstab. Und wir haben eins gewusst, dass wir es nur schaffen in der Gemeinschaft. Spätestens an dem Tag, wo Sie gemerkt haben, dass bei Apple Menschen vor einem Laden schlafen, um Geld auszugeben, muss sich bei Ihnen das Verständnis entwickelt haben, es geht um was ganz anderes. Also wenn vor Ihren Filialen Menschen morgens schlafen, gut angezogen natürlich, dann sind Sie durch. Wenn ich es heutzutage nicht schaffe, gut zu wirken, dann werde ich nicht gesehen, nicht gehört und auch nicht verstanden. Angela Merkel ist für mich die Meisterin der Nicht-Inszenierung. Es sieht immer so aus, als würde sie sich nicht inszenieren. Und wissen Sie was? Das ist die höchste Kunst einer Inszenierung. Wir haben die Angst, dass wir etwas tun, was irgendjemandem nicht gefällt. Wir haben die Angst, dass wir etwas tun müssen, was irgendwie anstrengend wird. Oder aber Angst Nummer 3, wir haben die Angst, dass irgendwas nicht klappt. Bitte vor allem Angst Nummer 3 gegenüber. Wissen Sie, was das Schlimmste ist, womit Sie sich Ihre Motivation nehmen? Das ist Perfektionismus. Als mein Vater 70 Jahre alt wurde, kam er auf mich zu und sagte, Hermann, es wird Zeit, dir das Erbe zu übertragen. Und ich sage, Mensch Vater, ich mag die Art, wie du denkst. Sagt er, pass auf Hermann, wäre ein Geschäftshaus dabei, das wäre eine gute Million wert, das würdest du geschenkt bekommen. Sag ich, Mensch Vater, ich mag wirklich die Art, wie du denkst. Sagt er, ja, aber ein paar Schulden wären auch noch drauf, die würdest du auch mitbekommen. Sag ich, Vater, was verstehst du unter einem Paar? Sagt er, Hermann, mein Leben ist viel schief gelaufen, ich kann es gar nicht erklären, irgendwie 4,8 Millionen. Und jetzt fragen Sie mich, war das Dummheit, war das Liebe, war das Selbstüberschätzung? Ich habe dieses Erbe angenommen. Ich kenne nur ganz wenige Menschen wie Steffen Ritter oder auch Institute, die es hinbekommen mit dieser ganz präzisen Mischung aus Seriosität, aus Wohlwollen und aus Professionalität zu arbeiten. Also vielen Dank für deine Arbeit, Steffen. Jahre Institut Ritter. Ich finde, es ist grandios, denn 25 Jahre die Qualität nicht nur zu halten, sondern die Qualität immer wieder zu steigern, weiß ich als Hochleistungssportler, was das heißt. Jahre Institut Ritter, 1992 ging es los. Mittlerweile ist dieser Name wirklich Programm und zu einer echten Marke geworden. Und jetzt freuen wir uns wirklich riesig auf ihn und ich bitte um einen großen Applaus. Hier ist Steffen Ritter. Wer hier im Raum ist Babyboomer? Babyboomer, Generation 45 bis 64. Mal kurz, Sie können ja mal am Tisch gucken, wer die meiste Seniorität ausstrahlt. Das sind die Babyboomer. Übrigens, ja, diese Babyboomer, das waren die, die noch richtig was drauf hatten.